Naschen ohne Reue. Geht das eigentlich? Also so herzhaft Süßigkeiten genießen, ohne dass du Angst hast, oh, was machen meine Zähne, kriege ich jetzt schon wieder Löcher? Was ist mit meinen Kindern? Jetzt wieder, gerade zur Halloween-Zeit. Was mache ich da? Wie kann ich meine Kinder beschützen? In diesem Video möchte ich dir einfach ein paar Reminder geben, worauf du vielleicht als Mama oder Papa achten solltest. Für dich selber, für deine Kinder, was du machen kannst, damit es natürlich auch zwischendurch mal Süßigkeiten geben darf. Weil vorab natürlich, ich bin auch nicht für Süßigkeiten, Verbote. Aber vielleicht können wir uns noch mal ein bisschen reminden, wann essen wir Süßigkeiten, wie gehen wir damit um, wie können wir unsere Zähne schützen und vor allen Dingen, ist Salziges besser oder genauso schlecht wie Süßigkeiten? Und an dieser Stelle muss ich sagen, sieht schon ein bisschen witzig aus, oder? Das ist das Henkelkörbchen, Süßigkeiten gefüllt von unserem Narkosearzt. Und deswegen steigen wir direkt auch ein. Ich bin einfach mal in meiner Zahnarztpraxis rumgegangen, was meine Mitarbeiter denn so machen. Gerade zu dieser Anflut von Süßigkeiten zu Halloween, Ostern, Weihnachten, Geburtstage. Was macht man denn da? Nein sagen? Immer wenn es Schokolade gibt? Also, let's go in meine Zahnarztpraxis. Yvonne? Ja, Frau Doktor? Du hast auch ein Kind, oder? Ja, zwei. Wie alt ist das ältere Kind? Das ist mittlerweile jetzt 21. Hat aber auch irgendwie, nimmt sich nicht mehr so ernst, oder? Ja, wohnt ja nicht mehr bei uns, ne? Hat eine eigene Wohnung. Alles klar, ich komme mal hier ein bisschen weiter runter. Ich glaube, das ist einfacher. Deine Kleine ist wie alt? 12. Und wie machst du es mit Süßigkeiten? Naschen? Naschen erlaubt? Sie darf, ja, aber es gibt Regeln. Sie fragt regelmäßig, ob sie was in die Schale darf. So nennt sie das immer so schön bei uns. Und vorher nimmt sie auch nichts. Wow, also ich merke schon, die Kinder hier aus meiner Zahnarztpraxis sind irgendwie, die sind gut erzogen, ne? Wie machst denn du das selber? Ja, ich bin mehr so salzig, süß so gar nicht so, nur wenn ich so kleine Fressattacken kriege, aber es kommt sehr, sehr selten vor. Aber wisst ihr, das Geheimnis ist ja bei Yvonne. Und ich überlege, dazu auch ein eigenes YouTube-Video aufzunehmen. Was glaubt ihr, diese ganzen, wie nennt sich das, Sirup-Sachen in Kaffee? Oh mein Gott, ihr glaubt gar nicht, was bei uns im Sozi rumsteht. Und ich meine, Kaffee mit Geschmack, was du auch überall kaufen kannst, das sind echte Zuckerfallen. Ist dir das eigentlich klar? Das ist mir klar, aber darauf verzichten kann ich leider nicht. Aber dafür habe ich ja eine wunderbare Zahnärztin, die mir immer schön die Zähne setzt. Das ist jetzt auch überhaupt nicht gestellt. Nee. Okay, ich danke dir. Merle, ich mache gerade ein YouTube-Video und ich will einfach mal ein paar Snippets für die Zuschauer von YouTube. Ja? Es geht um Naschen. Kannst du dir vorstellen, Naschen ohne Reue? Ihr müsst wissen, Merle hat zwei Jungs, eigentlich hat sie ja drei, ne, mit deinem Mann, zwei Jungs zu Hause, im besten Teenageralter. Wie machst denn du das mit Süßigkeiten? Gab es bei uns schon immer, alles in Maßen und die fragen heute noch, ob sie Süßigkeiten haben dürfen. Wie alt sind die beiden? 15 und 10. Ja, das ist schon cool, oder? Mhm. Also ich denke auch, das ist eine gute Variante, nicht alles frei zugänglich zu machen. Essen die eher süß oder eher salzig? Eher süß. Beide, alle drei eigentlich. Ja. Alle drei, ja. Also bei Männern ist es ja genauso. Ne? Ich weiß, manche essen Schokolade ohne Ende, aber meinst du, Salz ist auch schädlich? Salzige Sachen? Ich stehe ja mehr auf salzige Sachen. Ich denke, wenn es in Maßen ist, ist alles okay. Und Verbot finde ich schrecklich. Es muss alles irgendwo zugänglich sein. Und wie gesagt, alles in Maßen, dann ist das okay. Cool. Und Sie sind ja hier in bester Kontrolle. Sehr nice. So, jetzt haben wir natürlich auch mal gesagt, Kinder naschen nur. Aber ganz ehrlich, wir Erwachsenen naschen ja auch. Also ich nasche nicht. Großer Lacher. Ich nasche gerne. Du naschst gerne. Was naschst du immer? Schokolade, Bonbons. Also alles, was es gibt, was wirklich das Herz der Genussmenschen. Knapp bekommt. Und kurz bitte, ja. So, also passt auf. Es ist ja so, auch bei uns in der Praxis gibt es Ostern, Halloween, Nikolaus, Geburtstag, whatever. So. Und wisst ihr, was dann ist? Da stehen riesen Schokoladenberge und auf einmal über Nacht sind die weg in unserem Bauch. Genial. So, also das ist etwas, fühlt euch frei. Ja, es sind ja nicht nur die Kinder, die naschen, es sind ja auch die Erwachsenen. Aber was machst du denn für dich selber, dass du sagst, okay, naschen, ja, aber ohne Reue, ohne dass die Zähne kaputt gehen. Ich hoffe, ich habe jetzt das Mikro nicht mit dem nee, Finger so. Nicht. Es ist wirklich so, dass ich versuche, unter der Woche keine Schokolade zu essen, außer natürlich meine liebe Kollegin Merle verführt mich dazu. Dann naschen wir auch mal in der Praxis, natürlich nur zu Weihnachten und zu den Feiertagen. Ansonsten unter der Woche. Also, Cut. Also du siehst, selbst in so einer Zahnarztpraxis, da gibt es die lauernde Gefahr von Zucker,
versteckten Zucker. Und, wie wir festgestellt haben, manche stehen ja auch mehr auf Salziges. Ich im Übrigen auch. Und deswegen lade ich dich gerne ein, schreib mal unter dieses Video, was ist denn für dich wichtiger? Was Süßes oder was Salziges? Und an dieser Stelle sei dir verraten, auch in diesem ganzen Salzkram, was lecker ist, ist extrem viel Zucker drin. Und vielleicht stehst du auch auf Salziges und kennst dieses Gefühl, dass sich alles auf die Zähne pappt. Ja, also von daher, das ist auch nicht alles gesund. Aber wie gesagt, für Verbote bin ich auch nicht. Jetzt ist die Überlegung, wie können wir uns denn schützen? Ich möchte da so ein bisschen unterteilen. Kinder und vielleicht du selber, Erwachsene. Wir Erwachsene können es vielleicht selber so ein bisschen vom Verstand aus regulieren, aber unsere Kinder sind einfach in der freien Wildbahn, viele Süßigkeiten, viel Zuckerangriffe, Werbung, große Bilder, alles ist catchy, gerade für Kinder. Und da kann ich es schon extrem verstehen, wenn Kinder gerade neue Sachen extrem gerne ausprobieren, Freunde irgendwie auch Süßigkeiten zu Hause haben. Und deswegen ist es aber auch vielleicht wichtig, dass wir die Kinder abholen und auch beschützen. Für die Kinder finde ich es extrem wichtig, dass wir eine Regulierung irgendwo finden. Weil das größte Problem für die Zähne deiner Kinder, für die Milchzähne, ist einfach, wenn du dir vorstellst, da kommt permanent Zucker auf die Zähne. Also es geht um den Faktor Zeit. Immer wenn Karies entsteht, hat das viel mit Zeit zu tun. Die Zeit, die dieser ganze böse Zucker letztendlich auf der Zahnoberfläche ist. Manchmal werden dann auch noch Süßgetränke obendrauf gekippt. Die Kinder trinken vielleicht sowieso zu wenig. Die Speichelproduktion ist herabgesetzt. Und wenn dann noch dein Kind vielleicht ein Mundatmer ist, immer mit offenem Mund da sitzt, irgendwie was streamt, Fernsehen guckt, vom PC sitzt, dann zu Süßigkeiten greift und immer noch irgendwie zu süßen Getränken, das ist echt der absolute Horror für die Zähne deiner Kinder, weil die zuckerhaltigen Sachen haben so viel Zeit, sich immer tiefer in diese kleinen Milchzähne reinzuarbeiten. Und weißt du, bei Milchzähnen ist einfach die Herausforderung, da geht Karies viel, viel schneller voran. Das hat anatomische Gründe von so einem Milchzahn, der ist anders aufgebaut. Da stehen die Milchzähne unterschiedlich aneinander. Und wenn du dann vielleicht noch nicht immer kontrollierst, wie dein Kind die Zähne putzt und das gar nicht kontrollierst und dein Kind sagt, ja, vielleicht kennst du das selber aus deiner Kindheit auch noch, mach die Zahnbürste nass und stell es dann hin und sagt, na klar, Zähne habe ich geputzt. Dann ist Karies und neue Löcher einfach vorprogrammiert. Und das ist so schade, weil wenn wir jetzt vielleicht das Ganze regulieren und verstehe mich bitte nicht falsch, nicht strikt, aber irgendwelche Regularien vielleicht treffen, dass du sagst, es gibt Süßigkeiten nur zu besonderen Anlässen, es gibt es nur am Wochenende, es gibt es nur zu Geburtstagen oder du koppelst es mit vielleicht, vorher gibt es ein, zwei gesunde Sachen am Tag und dann darfst du abends auch einmal naschen. Oder du hast ein zeitlich begrenztes Fenster, zum Beispiel nach der Schule, wenn das Kind kaputt ist, dass du sagst, okay, in dieser Stunde darfst du Süßigkeiten essen, aber sonst nicht. Genauso ist es natürlich so, dass viele Fertigprodukte, ganz klar, leider heutzutage mit so viel verstecktem Zucker gespickt sind, dass es nicht nur um die Süßigkeiten geht. Aber in diesem Video geht es einfach mal gerade als Anlass. Es steht Halloween vor der Tür. Die Kinder freuen sich, haben leuchtende Augen, wenn sie mit ihrer Beute nach Hause kommen. Und dann wird das irgendwo im Kinderzimmer verbuddelt und du kriegst gar nicht mit, was da jeden Tag schnabuliert wird. Und da möchte ich einfach so ein bisschen dich nochmal daran erinnern. Es geht nicht nur um die richtige Zahnpasta, die richtige Zahnbürste, sondern es geht darum, was dein Kind den ganzen Tag für Zugänge hat zu Süßigkeiten, Naschkram, Fertigprodukten. Auch Pizza und Pasta ist nicht nur gesund. Ja, das ist einfach etwas, was ich nochmal ganz stark so ein bisschen in den Vordergrund spielen möchte, weil Naschen ist okay, weil wenn du sagst, nee, Süßigkeiten gibt es bei mir nicht, wissen wir alle, was machen Kinder auf dem Schulweg, in der Schule, wird sich was gekauft, gebe ich zu, bei mir war zu Hause auch. Süßigkeiten streng reguliert, aber wenn du älter wirst, kaufst du die Süßigkeiten dir eben selber. Und das ist etwas, was schwierig wird. Und je älter
Kinder, Jugendliche werden, desto wichtiger, wenn du vielleicht dann nicht mehr so den Zugang hast, Kinder in die Pubertät kommen, ein bisschen mauern, dann sorg aber bitte dafür, dass dein Kind, der Jugendliche, bitte regelmäßig zur Zahnkontrolle geht, dass es von außen, von fremden Personen vielleicht nochmal so einen Kick kriegt und sagt, hey, willst du nicht, weil vielleicht mit schlechten Zähnen dies und das. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und natürlich auch bei den Kids nachputzen, aber auch gib dein Kind ins Zahnputztraining, in die Prophylaxe, dass wir einfach mal gucken, wenn dein Kind super Zähne hat. Und deswegen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, es gibt natürlich Kinder, die sind ein Strich in der Landschaft, die sind extrem dünn, essen aber extrem viel Süßigkeiten, die haben ein anderes Problem, die haben aber trotzdem vielleicht gute Zähne, aber vielleicht kippt das System irgendwann. Du siehst, es geht vielleicht nicht nur um den Zucker, sondern auch um das allgemeine Gesundheitswesen. Was hat das Kind vielleicht noch für eine Immunabwehr auch im Mund? Was kann es kompensieren? Aber ganz oft ist es halt leider so, dass irgendwann dieses System kippt und eben doch auf einmal 5 Löcher da sind. So, was kannst du denn jetzt machen als Erwachsener? Das möchte ich natürlich auch nochmal aufgreifen. Sag mal ehrlich zu dir. Schreib mal auf, wie viel Süßigkeiten, wie viel Salzkram isst du denn über den Tag, über die Woche? Hast du vielleicht diese Regularien, dass du sagst, okay, ich gönne mir nur was am Wochenende? Oder weißt du schon gar nicht mehr, wie viel Zucker du wirklich konsumierst? Sei doch mal ehrlich und schreib mal, finde ich extrem spannend, nur für dich. Das musst du mir nicht zeigen, keinem anderen. Schreib doch mal so ein Tagebuch oder mal so einen ganzen Tag oder eine ganze Woche auf, was du tatsächlich wirklich, wirklich isst. Wenn du extrem neugierig bist, und ich habe das auf meinem Handy auch, dann gibt es natürlich auch so Apps, wo du mal eingeben kannst, wenn du das und das Lebensmittel eingibst, was ist denn da eigentlich drin? Und das ist extrem spannend. Nicht nur, wenn es um Zucker geht, vielleicht geht es auch um Fett, wenn es um gesunde Ernährung geht. Also, wenn wir das nochmal zusammengreifen, dein Kind darf naschen, ja, weil sonst sucht es sich andere Wege. Wenn es diese extremen Angebote gibt zu diesen Festlichkeiten, natürlich kannst du mal zu Ostern Süßigkeiten essen, aber bitte dann nicht den ganzen Tag zwischendurch hier ein Bonbon, da Schokolade, du verstehst. Dann ist es einfach so, dass die Zeit zu groß ist und wenn du wissen willst, was ich dir jetzt für eine Zahnpasta empfehle, damit du keine Löcher bekommst, was du unterstützend machen kannst, dann klicke jetzt auf dieses Video. Ich zeig's dir.